Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten. Wir fassen in 5 Minuten zusammen, was es Wichtiges Neues gibt in 12.8. Let's go. Fangen wir mit den neuen Items an und da fallen uns direkt zwei Items ins Auge. Einmal das S-March und einmal das Hemostatic. Die Blutungen werden jetzt nämlich unterteilt in leichte und schwere Blutungen. Und die schweren Blutungen haben es ganz schön in sich. Der Kompass ist übrigens mit U abrufbar. Wir sehen unten rechts die Richtungsanzeige. Der Kompass selber hat einen eigenen Slot und kann nicht im Raid entwendet werden. Let's go. Zwei Blutungen sehe ich da. Hab ich nicht gesehen. Zwei Blutungen. Womit hat denn der geschossen? Eine Blutung. Ich sehe. Ach, das sind zwei schwere Blutungen, Leute. Das sind zwei schwere Blutungen. Das ist das schwere Blutungssymbol. Ich hatte zwei schwere Blutungen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nochmal heile, müsste ich nochmal 90 verloren haben. Gucken wir mal. Dann heile die Blutung. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was war das denn? Der hat mich hier gewonshottet. Ja. Das waren zwei schwere Blutungen. Das war der Grund. Das ist das Blutungssymbol. Das ist der neue Shotgun gewesen. Das schwere Blutungssymbol war das. Ach du Shit. Ja, jetzt sieht man es nicht mehr, weil es schon weg war, ne? Aber alles auch. Guck mal, ich war kurz am Tod. Mit einem Schuss, Leute, von der Shotgun. Mit einem Schuss von der Shotgun. Hammerhart. Das S-March stoppt eine Blutung, das Hemostatic drei Blutungen. S-March braucht 5 Sekunden, das Hemostatic 3 Sekunden. Was auch schwere Blutungen stoppt, ist das Saliva. Das Saliva braucht nur 3 Sekunden, verbraucht dabei aber 90 HP. Wichtig zu erwähnen hier, dass das IFAC keine schweren Blutungen stoppt. Dafür aber das Grizzly und das Zagustin. Das Zagustin ist überhaupt die Härte, weil es nicht nur Blutungen stoppt, sondern auch 3 Minuten lang weitere Blutungen verhindert. Überlegt euch also in jedem Fall, was ihr mitnehmt, um schwere Blutungen zu stoppen. Und denkt dran, dass wenn ihr nur ein Saliva dabei habt, nach 4 schweren Blutungen bereits das Saliva leer ist, ohne dass ihr auch nur ein HP geheilt habt. Das nächste wichtige Item ist die T5-Rüstung. Und die T5-Rüstung ist so geil. Klasse 4, 45 Armor-Punkte und kostet nur 100.000 Rubel. Die T5-Rüstung, die ich hier habe, habe ich im Spiel abgenommen. Ich habe sie komplett auf 0 runtergeschossen. Und ihr seht, bei der Reparatur habe ich sie für ca. 30.000 Rubel repariert auf 42,1 Armor-Punkte. Ein YouTuber hat mal so schön gesagt, ab 12.8 werden alle Leute zu Chats. Das halte ich zwar für etwas übertrieben, aber ja, jeder kann sich jetzt eine T5-Rüstung holen, was absolut geil ist. Der neue Helm ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich nenne ihn gerne einen Streamer-Helm. Er ist ähnlich wie der T800, hat eine hohe Ricochet-Chance, eine coole Brille, die man da vorne dran packen kann. Diese Brille kostet aber 20.000 Rubel und ist nur Armor Klasse 2. Also das Ding schützt regelrecht vor gar nichts. Er ist eine Sonnenbrille besser. Dazu kommt, dass man außer dieser Brille keine andere Option hat. Man kann kein Face Shield anbringen. Kosten laufen sich momentan auf 90.000 Rubel, damit lohnt sich dieser Helm gar nicht. Wenn man aber noch etwas Tolles über diesen Helm sagen kann, dann ist es dieses Attachment. Diese extra Rüstung ist auch Klasse 4, hat 40 Armor-Punkte, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern es hat auch eine hohe Ricochet-Chance. Und das ist der Knaller, das bedeutet nämlich, dass eine Kugel, die euch vorne trifft, die doppelte Abprallchance hat. Einmal am Attachment und einmal am Helm. Und seien wir ehrlich, die Helme sind nicht dafür da, um Kugeln aufzuhalten, sondern um die abprallen zu lassen. Und damit könnte dieses Attachment wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung für diesen Helm sein. Ansonsten kann man nur sagen, dass dieser Helm geil aussieht. Übrigens, das Mandible, was hier unten dran ist, hat nur eine geringe Ricochet-Chance. Also ich fühle diesen Helm noch nicht so richtig. Ein neues Headset erweitert die Kopfhörerpalette, und zwar das Walkers XL 500BT. Geht also Richtung Comtex, Razer, vielleicht sogar GSSH. Kopfhörer sind immer reine Präferenz von euren richtigen Headsets, die ihr aufhabt, von eurer Soundcard und so weiter. Für mich ist das Headset leider nichts, aber wenn ihr euch nicht sicher seid, welches Headset für euch gut ist und sagt, oh, das Razer muss das Beste sein oder das Sordins oder ich weiß es nicht, dann macht einfach den Kopfhörertest. Link ist unten in der Beschreibung, scrollt ganz runter und unten steht Kopfhörertest. Das ist ein anonymer Test über 6 Kopfhörer. Nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift und geht einfach dieser Liste durch. Macht euch ein Pluszeichen, wenn etwas Gutes, ein Minus, wenn etwas Schlechtes, Kreis für neutral. Und am Ende zählt ihr die Punkte zusammen und ihr seht ganz genau, welcher Kopfhörer für euch persönlich der beste ist. Was Waffen angeht, sind einige dazugekommen, aber nur eine Waffe ist wirklich wichtig. Und zwar die KS-23. Die KS-23 ist eine großkalibrige Shotgun, die momentan 4 Munitionsarten zur Verfügung hat. Barricade, eine Slug-Munition. Shrap 10 und 25, das ist Schrapnell-Munition. Die Zahl beschreibt dabei die effektive maximale Distanz. Und die Star-Munition, das ist eine Flash-Munition. Die Slug-Munition ist sehr stark, die Barricade ist aber das, was die Waffe wirklich ausmacht. Sowohl mit Barricade 10 als auch 25 könnt ihr einfache Gegner one-shotten oder Chats, also Spieler mit Tier 5 Rüstung oder mehr, in die Beine ebenfalls one-shotten, denn diese Waffe ist absolut genial. Hier der Flash-Effekt mit der Star-Munition. Es gibt ja schon Leute, die von der neuen Meta-Shotgun reden. Hä?
von der neuen Shotgun-Meta reden. Auch das halte ich jetzt mal für etwas übertrieben. Aber Tatsache ist, dass diese Shotgun einfach overpowered ist. Das sagt wirklich jeder. Und selbst wenn sie genervt wird, darf man nicht vergessen, dass diese Waffe schwere Blutungen hinterlässt. Also ein echtes Powerhouse, was sich auf jeden Fall mal lohnt auszuprobieren. So, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsthema, den neuen Skills. Mama mia, Leute, diese Skills sind so gut. Erstens Hideout-Management, zweitens Crafting. Hideout-Management erhöht pro Level die Effektivität der Boosts in eurem Hideout um 1%. Da die Skills bis Level 50 gehen, bekommt ihr auch bis zu 50% Bonus. Und ihr seht, wie mit Level 5 bereits die Werte verändert sind. Von 15 auf 15,75, 35 auf 31,5. Heute ist Donnerstag, der Patch kam am Montag. Das heißt, ich bin jetzt 3 Tage am Zocken und habe sowohl Hideout-Management als auch Crafting bereits auf Level 5. Der Clou ist, wenn man Hideout-Management auf Elite bekommt, kommen alle sich wiederholenden Prozesse, also zum Beispiel die Bitcoin-Farm, Airfilter, Wasserfilter und so weiter, 2 zusätzliche Slots. Das heißt, anstatt 3 Bitcoins speichern wir 5 Bitcoins. Anstatt 3 Airfilter könnten wir 5 Airfilter einbauen. Das kombiniert sich jetzt mit dem Crafting, welches natürlich pro Level eure Geschwindigkeit erhöht, in der ihr craftet. Gleichzeitig die Kosten reduziert von Benzin, Airfilter und so weiter. Aber auch hier ist der Clou der Elite-Level. Und zwar bekommen alle Produktionsreihen mit Elite-Level eine zusätzliche Produktionsreihe. Im Klartext heißt das, anstatt einer Grafikkarte produziert ihr plötzlich 2. Anstatt einem Moonshine könnt ihr 2 Moonshine craften. Und hey, wem 8 VOGs zu wenig sind, der macht sich eben 16 VOGs gleichzeitig. Die große Frage ist jetzt, ob sich dieser Effekt auch auf die Bitcoin-Farm auswirkt. Denn das würde bedeuten, dass wir mit einer voll ausgebauten Farm anstatt 5, 10 Bitcoins pro Tag herstellen könnten. Bei dem aktuellen Wert von 180.000 wären das also fast 2 Millionen pro Tag. Extra Money. Wie levelt man das Ganze? Natürlich durchs Craften. Hideout sollte die ganze Zeit laufen. Und das Hideout-Management levelt man zusätzlich, indem man sein Hideout ausbaut. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich werde schon ganz verrückt, wenn ich hier unten diese Zahl 2 sehe. Das ist nämlich auch ein neues Feature. Unten der Hideout-Button mit der 2 bedeutet, dass 2 Produktionen im Hideout fertig sind. Und das bedeutet, dass 2 Produktionsreihen stillstehen. Also schnell reingehen, nachgucken, was es ist und unbedingt weiterbauen. Ich habe schon überlegt, ich gehe gar nicht mehr in die Raids rein, sondern mache hier auf Hideout-Manager. Hideout-Management. Hideout-Management Administration. Administrative Hideout-Management. Damit bin ich raus, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet, ob wir sowas öfters machen sollen. Ich persönlich finde es immer sehr, sehr geil, Schwarmwissen, was wir in den Streams aufschnappen, immer wieder zu teilen. Weil ich doch immer wieder mitkriege, dass Leute dieses oder jenes nicht mitkriegen. Ihr wisst genau, was ich meine. In dem Sinne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Thank you.